Moin zusammen und herzlich willkommen zum ersten Part von Ark Genesis Part 2, liebe Freunde. Es ist soweit. Der große Moment ist gekommen. Wir werden jetzt hier ordentlich durchstarten. Auf meiner absoluten Lieblingskarte. Und spawnen mit dem Charakter. Ich habe alles abgelegt. Ich bin erstmal komplett ohne irgendwas rübergegangen. Und jetzt werden wir hier durchstarten. Auf geht's ins Abenteuer. In one piece. So, quick update. This isn't a simulation. We're really on a ginormous spaceship. And the ship's being taken over by... Now what are you two little gnats up to? This is to be mine. Okay, time to get away from all these tentacles and prying eyes. This might feel a bit weird. Es ist passiert. Es ist passiert. Wir sind drinne, Freunde. In Genesis Part 2. Let's go. Und so beginnt es. Wir haben von Anfang an eine Tech-Rüstung. Denn hier... ist alles riesig. Wir sind hier auf einem gigantischen Raumschiff. Es gibt zwei solcher Ringe. Und jetzt müssen wir uns erneut aufbauen. Und da haben wir schon den ersten Maywing. Chat, seid ihr bereit? Wir fliegen richtig hoch mal. Guckt euch an, wie riesig das ist. Und es gibt noch einen so einen Ring. Wie ist man nochmal schnell nach vorne geflogen? So. Da haben wir schon einen Airdrop. Ist das hier ein Airdrop? Ja. Ja, okay, den Stuff da drinnen brauchen wir erstmal noch nicht. Jetzt ist die große Frage aller Fragen, und das kann sein, dass alleine dafür ein Großteil der Folge drauf geht. Wo bauen wir die Base? Thank you.
Bei dem großen See ist ein Spot. Guckt euch an, wie riesig diese Karte ist. Bei dem großen See, da müssen wir ja über die Mitte fliegen. Oh, das wird ein gutes Stück. Ich weiß auf jeden Fall mal, ich hatte mal hier irgendwo in der Nähe eine Base. Hier ist auf jeden Fall der große See. Es wird so heftig. Das ist jetzt wirklich die Qual der Wahl, ne? Wo baue ich hier? Weil ich will eine dicke, fette Mainbase bauen. Ich brauche einen Spot, wo ich riesig bauen kann. Jansky, Dankeschön für 40 Monate. Liebe geht raus. Hier ist diese riesige Schlucht, na? Ich bin echt am Überlegen. Ich will natürlich auch ungern zu weit jetzt von der Seite da entfernt sein, weil da auf der Seite geht es ja rüber noch in den anderen Ring. Kein GPS, ja gut, die Koordinaten sind da in die Richtung, ne? Aber das ist mir zu weit von dem Ring hier entfernt. Fliegen wir weiter hier in die Richtung. Da habe ich, glaube ich, meine Base gebaut. Das hier ist aber zu klein. Also wenn ich eine große Basis vorhabe zu bauen, dann brauche ich auch echt einen großen Spot.
Ich brauche viel Platz zum Bauen. Du meinst die Mitte? Ah, ich weiß nicht. Gab's hier nicht mal verschiedenfarbige Airdrops? Haben die die rausgenommen? Das kommt auch auf die Rotation an, okay. Den nehme ich einfach mal mit. Im Falle des Falls kann ich den zerlegen. Schon ziemlich groß, ne? Also hier könnte ich auf jeden Fall meine T-Rex-Zucht drinne laufen lassen. Okay, wir nehmen den Spot erstmal. Der hatte nur eine Schockladung. Aua, 20 Damage. Okay, der ist nicht sehr hoch. Hi, oder guckst du dir noch die riesen Wasserfälle an? Nee. Bin hier erstmal jetzt zufrieden. Ich fange jetzt erstmal hier an. Dokulix, Alter! 68 Monate Tier 3. Liebe geht raus, ich danke dir. Vielen Dank für deinen Support, mein Lieber.
Danke, danke, danke für die Unterstützung. Oh, 31 Stück ist ein bisschen viel, glaube ich. Na egal. Oh, ich habe mein ganzes Hexagon, was ich hatte, behalten, ne? Ich kann sogar bei ihr tauschen. Badehose mit Aalaufdruck. Alter, was haben die hier alles reingebracht? Legendärer Chibi. 2 Millionen. Gab's nicht dieses Rex-Kostüm? Ja, Sommer-Event. Ah, okay. Oh,
So. Da. Schon mal direkt 50. Zack. Bam, wo haben wir's? Smithy, da. Sehr schön. Okay, geht jetzt direkt los hier. Das Geile ist halt, man kann halt hier trainen, ne? Ah, okay, alles klar. Wir müssen aber, Dings haben. Foundations. Alter, was hat denn der alles dabei? Da müssen wir gucken, dass wir das gut machen mit den Foundations. Deswegen würde ich sagen, ich fange die direkt an, vorne zu setzen. Nehmen wir mal Thatch. Mach ich mal 4 Stück. So. Okay, die sind ein bisschen hoch. Dann können die ruhig ein bisschen tiefer gehen. Perfekt. So. Das hauen wir dahin. Zack, zack, zack. So, dann brauchen wir einmal eine Axt und eine Pickaxe. Da, Schusswaffen. Sehr schön, kann ich auch direkt machen. Das ist gut. So. 1, 2. Weg, weg. 3, 4. Pfeile. Arrow. Nee. Da. Okay, 70 Stück, ist gut. Sehr schön, jetzt fängt es schon mal gut an. Lauchhorn Nice. Moin, alles gut? Jetzt müssen wir natürlich schauen, ne? Dark Angel, das ist eine völlig irrelevante Sache gerade hier. J-Twitch, danke schön für 24 Monate. Liebe geht raus. Ich danke dir für den Support. Sind sehr ertragreich hier, die Sachen. Jetzt müssen wir mal gucken.
Schrank. Okay, ja, den kann ich auf jeden Fall craften. Da müssen wir jetzt nur gucken, das S-Plus-Rezept brauche ich natürlich da. Okay, einen kann ich machen. Dann machen wir jetzt einen einzigen, nämlich um einzulagern. Timo Schubert, auf dem Gamers Time Kanal kommen die geschnitten und auf dem Variety Time Kanal kommen die ungeschnitten. Das wird aber noch dauern, bis es da losgeht mit Genesis Part 1. Kriegt man hier aus den Missionen auch wieder Belohnungen? Bestimmt, oder? Ja, mein Plan wäre jetzt Audient, dass ich Missionen ein bisschen schon mal grinde. Drei Mann im Boot. Der zeigt mir bestimmt immer den nächsten näheren Missionsterminal an. So. Weil hier ist der Vorteil, man kann nämlich hier alles machen, ne? Okay, Leute, wir machen ein bisschen jetzt hier Missionen. Ich hab Bock drauf. Weil die Missionen in Genesis Part 2, die sind eigentlich echt ziemlich geil geworden, finde ich. Und vor allen Dingen, das sind immer so gesonderte Level, glaube ich. Oh shit. Ich hab's nicht geschafft. Ach, warte, nee, man muss hier. So war das. Genau.
Hä? Wieso zeigt er mir hier den auch noch an? Scheiße! So, und hier muss man dann nämlich jetzt so. Oh Gott. Ich hätte, glaube ich, Gamma reinmachen sollen vorher. Ende. Sehr schön. So, und jetzt habe ich nämlich hier den Allosaurus-Sattel rausbekommen aus der Mission. Junge, die geben aber sehr wenig Hexagon, ne? Kann das sein? Da krieg ich ja fürs Hallo sagen mehr Hexagon. Okay, wir machen die Mission. Star Dolphin. Oh, ich darf nirgendwo. Ach, ich darf auch nicht zu hoch. Okay, alles klar. Digga, die Steuerung. Holy shit. Ich komme auf diese Steuerung gar nicht klar.
Kamera ist ja richtig kacke hier. Also das ist ja auf Alpha bestimmt der geisteskranke Krampf, oder? Du kannst den Schuss aufladen. Ha. Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Wie viele Gegner kommen denn da? Ey, das nimmt ja gar kein Ende!
ziehen direkt 1000 ab, diese Kometen, Alter. Das kann's knicken. Das ist sau weird mit dem Schießen. Manchmal schießt er nicht, aber er lädt auch nichts nach und so. Ich check das gar nicht, ey. Ganz, ganz komisch. Und time gewastet. Man muss ja erstmal manchmal auf die Steuerung von den Sachen klarkommen. Oh, ich muss in die Richtung, okay. Geht schon los. Warte, es gab doch hier einen Teleport. Wie hat der funktioniert? Ah, so. Genau, und ihr darf... genau, an den Elektrowänden kann der hochlaufen, ne? Hey, wie war das nochmal? Ach so. Hey. Ah, okay, ich muss darüber blinken. Sehr schön. Geschafft. Mal gucken, wie die Belohnungen hier sind. Ah, die sind ja eher meh, ne? Also die Belohnung, die lohnt sich ja gar nicht. Ich glaube, da gehe ich lieber an die Dings dran. Also die sind ja ein richtiger Reinfall, die Mission. Das ist ja komplett der Scam. Da kriegst du ja voll den Kack raus. Also auf Genesis 1 haben sich die Missionen dann doch mehr gelohnt, muss ich sagen.
Junge, das sieht so krass aus, ne? Crazy. Einfach nur crazy. Also generell Ice Cold mache ich immer das, worauf ich Bock habe. Ich mag es eigentlich nicht so, wenn Zuschauer in den Stream kommen, sagen, wolltest du eigentlich nicht das? Wann wolltest du das? Wann machst du das? Ne, weil ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Jetzt gerade habe ich Bock gehabt, einfach mal Missionen auszuprobieren, wegen den Belohnungen. Weil ich gedacht habe, ich kann mir dadurch guten Stuff holen. Habe ich jetzt halt nicht in dem Fall bekommen. Jetzt hole ich ein bisschen Ressourcen wieder ran und gucke, dass ich so nebenbei die Base aufbaue und gleich ein paar Loot Drops sammle. Aber ich will dir jetzt hier nicht die ganze Zeit sagen, was ich vorhab zu machen. Und mir alle 5 Minuten von dir anhören, was ich machen wollte oder soll. Nur mal Gamma 3 rein. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Kein Problem, Ice Cold. Ich wollte es dir nur erklären, dass ich einfach gar keinen Plan habe und da auch ungern was sagen will. Der ist stuckt. Oh je. So. Also ich sag's, wie es ist, Chat. Ich will hier auf jeden Fall meine Base reinbauen, aber ich habe ja schon gesagt, ich werde definitiv für den Basenbau meine Main Base nutzen auf Extinction. Weil sonst habe ich die ganze Gacha-Produktion, die vollautomatische, mir umsonst gemacht. Und das will ich eigentlich ungerne. Deswegen, ich guck jetzt mal. Kann man von hier aus? Ja. Ich werde auch den Dings dann mit rübernehmen. Den Agentavis, den brauche ich. Nein, ich darf auch Dinos von anderen Maps, wenn ich will, rüberziehe. Ich habe ja gesagt, ich werde gucken, was ich brauche, ne? Ich muss sowieso hier neu züchten. Also die Leute haben gesagt, für den Endboss wäre am besten Rexe zu nehmen, weil man Gigas wohl, glaube ich, gar nicht mit zu dem nehmen kann. Aber ich werde jetzt erstmal ordentlich Foundations durchballern hier. Rexe oder Shadow Mains?
Ja, da kann ich ja sogar meine Shadowmanes nehmen, die ich auf Fjordur angefangen habe zu züchten. Weil ich sag's das ganz ehrlich, Leute, ey, wir haben das alles schon mal gemacht. Ich will's nicht wieder wiederholen. Also ich werde mir diesen Space Dolphin und so, die werde ich mir zähmen, auf jeden Fall. Aber ich werde mir nicht nochmal Shadowmanes holen, das haben wir schon gemacht. Kann man sehr schnell dort Dings farmen? Also den Boden aus Tech-Stuff? Ich weiß nicht. Ich glaube, man kann in Genesis 2 Element sehr schnell farmen, ne? Es sind schon wieder 600.000 drinne. So, erstmal alles reingeholt, was ging. So, dann machen wir jetzt den hier. Ach, hier kann ich mit der Rüstung nicht fliegen, okay. Da. Ich glaube, die haben schon wieder komplett leer gefressen, die Gacha, ne? Oh ja. Die fressen echt die Dinger komplett weg. Ich glaube, ich muss das Lagerdings eigentlich ausbauen, ey. Das ist so geisteskrank mit Gachas aufgestockt. Die produzieren jetzt auch geisteskrank viel Element, aber... So, der hat jetzt alles hier drinne.
Tun wir direkt alles einsortieren. So. Bam. 258.000 Items. ...200.000 Eisen habe ich hier jetzt mittlerweile. Wie sieht's hier aus? Sehr schön. Oh, nochmal 70. So. Kann ich die Sachen auch auf einen anderen rüberbringen? Auf einen anderen Server, ja, ne? Die kann ich doch rüberschicken, oder? Trends. So, da Mitte. Da brauchen wir noch einen Tech Generator. Wie waren nochmal diese da? Soul Terminal. Kann ich die hier auch machen? Nee, ne? Das sind die normalen Tech Foundations. Boah, die werden dauern. Was meint ihr, ist eher fertig? Die 500 Tech Foundations oder bis ich beim Transmitter bin? Sind auch nur 500 Foundations. Ich hoffe, die reichen. Ich glaube aber nicht, dass sie reichen werden. Also so habe ich auf jeden Fall genug Materialien. Hier habe ich jetzt auf jeden Fall einiges rausgezogen, Metall. Aber das wird auch geisteskrank. Das ist ein geisteskrankes Vorhaben hier mit der Base.
Abend, Lex. Ich habe mir die noch nie geholt, Shentu, aber ich werde das auf jeden Fall machen. So, warte mal. Das kann ich doch auch in, ja. Travel Element machen. Weil dann kann ich nämlich auf der anderen Seite mir dann den Dings machen. Hier den Transmitter, also den Generator mit Strom. Schön den Hibiskus-Tee nebenbei gönnen. Chat, seid ihr denn nebenbei schön fleißig auch Eidolon am Zocken alle? Ich bin kurz davor, dass ich bald die Gilde machen kann. Und dann geht's richtig ab. Eidol was? Eidolon. Das ist ein Idle-MMO. Das kannst du auf Steam zocken. Das gibt's fürs Handy, Tablet, alles. Das muss jeder hier spielen. Wir machen eine riesen Community-Gilde. Jeder kann mitmachen. Ich hoffe, dass Gilden unendlich groß sein können in dem Spiel. Ich hab gedacht, jetzt hier im Chat rasten alle aus und sagen, yo, ich zock schon, bin schon dabei. Ich guck mal in mein Gewächshaus. Das macht mir echt ein bisschen Sorgen mit dem Zeugs hier. So wie das aussieht, müssen wir viel mehr Beete machen. Es kann sein, dass ich hier alles nochmal mit Beeten vollknallen muss. Die Seite komplett. Eidol was? Eidolon. Chat, ihr enttäuscht mich. Also halten wir mal fest, ich habe jetzt einen geilen Spot, wo ich bauen will. So, das erste, was ich jetzt mache, schön mit Foundations, ne? So. Dann hole ich meine Shadowmanes mit rüber, fange die an, weiter hoch zu pushen. Die werden hochgezüchtet wie sonst was. Ja, und ich baue da eine geisteskranke Base, zähle mir da die heftigsten Viecher und dann wird Rockwell weggebumst. Den werden wir auseinanderpflücken. Ab wann wieder Folgen auf YouTube? Hä, es kommen doch regelmäßig Videos. Talks. Schade, dass du den YouTube-Kanal nicht aktiv verfolgst, Talks. Das macht mich echt traurig. Ich hatte gedacht, du bist ein aktiver Abonnent auf YouTube. Und jetzt ist rausgekommen, da bist du nicht. Toll.
Ey, die Dinger craftet der so lange, das ist ja geisteskrank. Das ist ja bodenlos. Bodenlos, wie lange der für die Dinger brauchen wird. Den muss ich direkt hinpacken, genauso auch den. Damit muss ich rüber traveln. So. Genesis Part 2. Strider heißen diese Farmdinger, ne? Ach du Scheiße. Oh je, ich muss einmal rausconnecten, Leute. Ich habe vergessen, hier eine Einstellung zu machen. Ich muss einmal den Server neu starten. Oh, eine Sache habe ich vergessen. Ja, oh ja. Ich habe nämlich eingestellt, dass Gewicht ein bisschen höher skaliert. Deswegen kann der jetzt gerade nichts tragen dort. Aber das lösen wir jetzt. So. Okay, erfolgreich angepasst. Nee, Lex, ich will doch jetzt hier die Intros sehen und so auf Part 2. Server startet gerade. Müssen kurz warten. Alter, ich habe in Idle On eine richtig gute Magierhose gefunden. Cool, die kann ich meinem Magier geben später. So, jetzt muss man nur warten, bis der Server wieder da ist und dann geht's weiter direkt im Geschehen hier. Brauchst aber die Spiele, dass du die zähmen kannst, okay? Das soll ich hinkriegen. Bisschen Übung und dann kriege ich so ein Game hin. Crap oder Scrap? Dankeschön. Für 10 Bits. Liebe geht raus. Danke, danke, ey. Hm.
immer, es dauert immer ein bisschen, bis der Genesis Part 2 Server wieder da ist. Ist halt eine große Welt, na, die geladen werden muss. Boah, geil, dann kommt ja mein Shadow Main richtig zum Einsatz, ne? Das ist natürlich geil. Zu schwer beladen, um zu springen. Was? Hier unten einfach nochmal die Rüstung. Geil. Let's go. Weiter geht's, Freunde. G-Time on the way. Oder besser gesagt, on the fly. So. Den bauen wir jetzt einfach erstmal so lange hier hin mit dem Generator daneben. Er ist das Element.
Das ist ja ultra krass. Was ist ultra krass? So, wir reisen wieder rüber. Ich muss jetzt zwischen den Servern hin und her reisen ein bisschen. Da habe ich einiges zu tun. Ist normal, Jesse Moly. Die Karte ist gigantisch. Die ist richtig riesig. Also wenn du da nicht fliegen kannst, dann ist Game Over. Die ist so riesig, die Map. Also das Genesis 2 DLC ist auch eigentlich, muss man ehrlich sagen, Endgame DLC. Oh, das war nicht gut. Zu früh. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Perfekt. Okay, das haben wir. Dann als nächster Step, weiter reisen. Da. Bup. Wir müssen gerade ein bisschen viel hin und her reisen. Ich weiß. Aber wir haben es gleich geschafft. Und dann gibt es richtig schön Gameplay auf Genesis 2. So.
Warum ist der gerade so langsam? Ist das ein wilder Shadow? Das kann sein. Ja, das ist, glaube ich, ein wilder. Den habe ich noch gar nicht. Ich hatte, glaube ich, einen wilden gefangen. Oh. Und habe den dann, ja. Ich habe mir gar keinen hochgezüchtet, ne? Deswegen ist der auch noch nicht so strong. Ja, da müssen wir erstmal noch einen mit meinen Dings gleich züchten. Ich muss mir auch noch eine Nanny und so bauen und die hier rüberholen dann. Oha! Wie krass sieht der denn aus? Können die Strider auch immer wieder anders aussehen oder sehen die immer gleich aus? Gibt mehrere Modelle. Levelt man die Strider auch? Genau, guck mal. Guck mal, was der für einen Damage-Wert hat. Und den nehme ich zum Züchten. Den habe ich nämlich schon gut reingezüchtet. 49 hat der schon.
Hä? Er kann es hier nicht setzen. Ach du Scheiße. Das heißt, ich muss hier anfangen. Ich meine, ich kann die jederzeit wieder ändern. Das ist nicht das Problem. Ach, der hat die Kollision hier nicht deaktiviert. Kann das sein? Och, Mann, ey. Hä, das habe ich aber eingestellt, dass sie deaktiviert sein sollen. Aber ich meine, es ist nicht schlimm. Ich werde trotzdem, glaube ich, hier drüben das so bauen. Ich glaube, so ist trotzdem besser, weil hier habe ich jetzt einen besseren Punkt, wo das richtig schön gerade wird, wenn ich baue. Aber natürlich muss die Kollision jetzt erstmal noch deaktivieren wieder. Hei, hei, hei. Alter! Kann man mal in Ruhe bauen hier? Wollte gerade nach den Kollisionen gucken, ey. Da rasten die voll aus. Pushlin, dankeschön. Liebe geht raus. Vielen Dank für den Support. Gameplay? World? Structures. Er hat sich deaktiviert gehabt. Save. Server startet neu. Perfekt. Das tut weh. Das tut richtig weh. Für die kleinen Ecken hier. Eieieiei. Also mit 500 Foundations werde ich vielleicht hier den Bereich ausgekleidet kriegen. Digga.
Das ist so viel, ne? Holy shit. Aber das wird eine geisteskranke Base. Das ist zwar viel, aber das wird geil. Und das Erste, was ich machen werde, ist so schnell wie möglich Tore und Wände hier ziehen. Holy nervt ihr. G-Time riecht so gut. Die sehen einfach die ganze Zeit, was ich für einen speckiger Leckerbissen bin. Dann denken die sich, oh, da ist dann viel an dem dran. Den muss ich essen, dann bin ich erstmal die nächsten 2 Monate satt. Hat sich der T-Rex gedacht. Klar, Daniel, Dankeschön für den Resub. 90 Monate. Liebe geht raus. Ich danke dir. Und Tom, Dankeschön für 67 Monate. Liebe geht natürlich auch an dich raus. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Leute, für den ganzen Support. So, zack, da spawnen. Oh, nice. Oh, geil. Die krieg ich sogar 100 Stück rein immer. Bam. Und direkt nochmal 100 hinterher. Bam. Den Kram schmeiß ich weg. Kann direkt despawnen, der Müll. So. Und ich sag euch, wie es ist, Leute. Ja, und direkt 500 nochmal hinterher. Brauchen werde ich sie sowieso. Human her! Wo hab ich die Schere? Die muss hier irgendwo sein, Schere. Irgendwo ist sie hier. Nope. 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 Du-du-du-du-du-du. Zack. Zack. Jetzt sehe ich auch mal wieder aus wie ein Mensch. So, mit was wurde die nochmal betrieben, die Nanny? Mit Honig, ne? Nee, Strom. Läuft ja gar nicht mehr so. Ganz vergessen. Die läuft ja jetzt mit Strom.
Ach, geil. Da kann ja dazwischen gleich schon direkt losgehen. Okay. Dann let's go. Rüber wieder. Die Reise geht weiter. Ey, Chat, wir sind richtig gut am Vorankommen. Ich will mir unbedingt so einen Strider holen. Weil mit dem kann ich doch sau viel Element dann farmen, oder? Mit dem Strider. Oh, seht es euch an, wir fliegen gerade mit Warp-Geschwindigkeit hier. Ey, das ist so geil. Hä, warum sind die Leute wegen der Karte damals sauer gewesen? Sind die dumm oder was? Die Map ist ultra krass. Und alle waren stinksauer. Du meinst mit so einem Magmasaurus? Der ist am besten dafür. Okay. Dann werde ich auch gucken, dass ich das vielleicht mit dem mache. Ich habe ja so einen. Baut er denn direkt das Element ab oder ist das wieder nur Element Dust? Junge. Gleich in der ersten Folge schon so ein Giga-Fortschritt. Das ist ein Baseball-Projekt hier.
So muss das laufen. Es hat schon was, ne? Das sieht schon sehr sick aus hier mit den ganzen Tech, mit den Tech Foundations. Ist schon eine sehr, sehr schicke Kiste hier. Krass, passt perfekt hier rein. 10 Terminals, bam. So. Die Nanny. Ey, das wird so eine geile Base. Ich glaube, ich werde hier sogar mit so Glas so Verkleidungen machen, wo dann die Dings drinne sind. Okay, die sind natürlich größer, als ich jetzt eingeplant habe, aber die kriege ich schon gut geparkt. So. Ja, okay, ich kann hier perfekt herlaufen. Safte, Dankeschön. Für 22 Monate. Liebe geht raus. Moin. Das ist ein bisschen buggy hier. Hab ich nur noch die eine? Nee. Shit. Doch leider ein paar mehr. Das hängt mit diesem blöden
Schwanzwedeln von denen zusammen, dieses Rumbaggen immer. So, das muss die letzte sein. Perfekt. Moin, Original Lukas. Ach komm. Mach mich nicht traurig. Das ist ein hoher Rex. Ah, 76 geht aber noch. So. So. Okay. Dann würde ich sagen, ich glaube, ich habe in der Folge jetzt erstmal mehr als genug an den Start gebracht. Für die Leute auf YouTube. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertungen und Kommentar da. Und natürlich, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, es noch nicht gemacht habt, dann haut gerne ein Abo raus. Und aktiviert die Glocke. Oh, 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 hier läuft irgendwas noch nicht richtig. Oh, oh, ja, ich muss hier noch einstellen, dass er einsammelt. Ja. So, jetzt gehen die alle rein. Zack, sehr schön. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Übrigens, nicht wundern, wenn ihr in meinen Stream kommt und ich nicht mehr so viel zocken sollte und die ganze Zeit in Diablo bin, dann liegt es daran, weil Diablo 4 rausgekommen ist, weil ich werde nämlich ordentlich in Diablo 4 reingrinden. Deswegen also, während der Diablo-Phase müsst ihr davon ausgehen, wird es so gut wie gar kein Arc auf meinem YouTube-Kanal geben. Aber im August allerspätestens kommt ja noch Survival Ascended raus. Da werden wir auf jeden Fall reingehen. Das wird sehr, sehr geil. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.